Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, bei den Grünen habe ich es verstanden, dass hier Gesprächsbedarf war. Bei der AfD war leider sehr viel Luft und wenig Inhaltliches zu hören. Hier kann ich es absolut nicht verstehen, dass hier die Aussprache gewünscht wurde. Aber nun zum Thema. Der Gesetzentwurf der Staatsregierung betrifft neben den Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzen noch weitere Gesetze und obliegt in Teilen EU-rechtlichen Anpassungsbedarfe. Daneben gibt es einige Neuregelungen und deshalb möchte ich aus diesem Grund auch nur auf drei dieser Punkte eingehen. Entgegen anderer Interessenvertretungen kann die Vereinigung der Pflegenden nicht wie in der Vollzugsmitteilung vom 7.11.2019 vom Gesundheitsministerium benannt als schlagkräftige Interessenvertretung der professionellen Pflegenden in Bayern Befugnisse mit Selbstverwaltungscharakter übertragen werden, sondern es steht wieder einmal anderen Interessenvertretungen nach. Sorgen Sie endlich, Frau Hummel, Herr Seidenath, für eine entsprechende Rechtsverordnung und ermöglichen Sie der Vereinigung der Pflegenden schnellstmöglich die Berufsaufsicht, um somit den notwendigen Informationsaustausch zu ermöglichen. Zu den Schuleingangsuntersuchungen. Die Ergänzung der Vorschriften für die Schuleingangsuntersuchung sehen wir positiv. Denn dadurch wird weitere Chancengerechtigkeit für unsere Kinder geschaffen, da die Änderungen auch nicht als unverbindliches Angebot gesehen werden soll, sondern zum Schutz und im Interesse unserer Kinder die gesundheitliche Prävention gestärkt werden soll. Im Blick behalten werden muss hierbei aus unserer Sicht aber immer die entsprechend fachlich-personelle Ausstattung der Behörden. Und hier sind wir beim Thema ÖGD. Und der ÖGD ist chronisch unterbesetzt, hat Übermenschliches geleistet. Herr Seidenath, da haben Sie recht, aber es ist unsere, ich sag mal, verdammte Pflicht, hier endlich nachzubessern, personell und auch finanziell. Im Rahmen des 78. Bayerischen Ärztetages 2019 wurde beschlossen, dass am ärztlichen Bereitschaftsdienst, den die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns organisiert und sicherstellt, nicht nur die in der vertragsärztlichen Versorgung tätigen Ärzte, sondern alle in Bayern berufstätigen Ärzte teilnehmen, also auch ausschließlich privatärztlich tätige Ärzte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal 20 Jahre zurückgehen. Der Alltag eines Hausarztes sah folgendermaßen aus. Der hatte 5 Tage unter der Woche Patientenversorgung zu leisten und das ganze Tag und Nacht. An den Wochenenden mussten alle 2 bis 3 Wochen hier Dienste geleistet werden, also Unmenschliches. Es hat sich dann letztendlich über die Jahre hinweg das System gebessert und gewandelt. Es wurden die fachärztlichen Kollegen mit hinzugezogen, um das ganze personell zu stärken, um auch letztendlich eine Unterstützung hier zu erfahren. Und so ist es meiner Meinung nach auch nur konsequent, dass der letzte Schritt, um die Flexibilisierung in diesem System und auch die Entlastung der Kollegen endgültig auf den Weg zu bringen, dass die privatärztlichen niedergelassenen Kollegen sich am Bereitschaftsdienst beteiligen. Und ich sehe das als großen weiteren Schritt in eine gerechtere Verteilung der Aufgaben im ambulanten Versorgungsbereich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Spitzer. Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Raimund Swoboda. Sie verzichten auf...